because you're loud. You're fearless. You're unhinged. Everyone in the world deems too wild and restless. Hallo meine lieben Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber ihr könnt ja mal rausgucken. Ich fahre jetzt mit meinem neuen Dodge, den ich gerade abgeholt habe, von Alamo. Also erstmal, um da hinzukommen, bin ich ja mit dem Deuce gefahren und dann mit dem STX. Von der STX habe ich fast eine halbe Stunde gewartet von Mandalay Bay, gar nicht ganz 25 Minuten. War schon heftig. Ich weiß gar nicht, ob man mich erkennen kann, ist ja auch erstmal wurscht. Ich habe das Auto jetzt gerade seit einer Minute hier in Gange. Muss ich mal ein bisschen an die Kiste hier gewöhnen. Jetzt fahre ich natürlich zum Charleston und dann zum Walmart Supercenter. Das ist ein Dodge Dart, heißt der. SXT-Variante irgendwie. Sieht ganz brauchbar aus. Da habe ich mir in Rot genommen. Der stand da in Rot und in Schwarz. Und dann konnte ich mir aussuchen, so Scheußlein-mäßig. Ne? Da standen verschiedene Autos, habe ich mich für den entschieden. Den fand ich ganz geckig. Die hatten auch noch Ford Focus und so im Müll stehen. Aber der sah scheiße aus. Den wollte ich nicht. Der war natürlich von innen natürlich auch nicht vollgestopft mit Elektronik. Der hier hat auch alles nötige. Cruise Control, Bluetooth und so ein Zeug. Aber ziemlich basic hier. Ziemlich basic die Radioabteilung. Und auch allgemein von innen drin. Ziemlich basic. Außer das hier. Das wirkt natürlich ein bisschen spacig. Ne? Ja. Ansonsten die Abwicklung bei Alamo. Wie üblich, ich muss mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Was ist denn da 70? Ist das 70? Wie bei Alamo üblich, ziemlich easy. Zack, zack, zack. Da haben sie noch versucht, mir noch eine voll Protection anzudrehen für $6 den Tag. Habe ich dankend abgelehnt, brauche ich nicht. Und natürlich noch diese übliche Sprit-Option. Die stehen hier schon wieder auf der Straße, ungefährlich, echt. Habe ich auch dankend abgelehnt, weil muss ich nicht haben, kann ich rausfilmen. Ja, meine erste Tour mit meinem Dodge Dart in Rot. Erst saß ich im Schwarzen, dann denke ich, nee, nimmst du den Roten. Bin nochmal um beide rumgelaufen. Rot hatte ich noch nie. Dachte ich, nimmst du mal so ein knalliges Rot, ne? Was soll das? Ne? Rot ist ja die Liebe und ja, so wie der Perle sozusagen. Das passt alles ganz gut zusammen. Weil sonst habe ich immer Schwarz gehabt und diese ganzen anderen Töne kennt ihr ja aus den letzten Reisen. Und Rot ist mal was Neues. Ne? Dodge Dart. Kann ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass Dodge so eine Autos baut. Aber die Karre ist so ganz gängig, läuft ziemlich ruhig. Aber hat auch nicht schon Kilometer auf der Uhr. 23.000 Kilometer. Meilen. 23.118, um genau zu sein. Und ja, meldet sich hier so durch. Hier wäre meine Abfahrt zum Stratosphere, aber ich fahre weiter, weil ich ja zum Walmart Supercenter will. Es ist jetzt 9:30. Das Walmart Supercenter habe ich auch nochmal gegoogelt, bevor ich losgedonnert bin. Das Walmart Supercenter hat geöffnet bis 0 Uhr, also genug Zeit ist noch da. Ihr seht ja, hier wäre nochmal so ein Abbieger. Das ist ganz schön leer hier in Las Vegas, in Anführungszeichen leer. Also nicht unbedingt so super viel los. Auf dem Center Strip, da tobt natürlich gerade wieder der Wahnsinn. Und aber ansonsten, ja, sie verschwinden alle wieder aus Las Vegas, die ganzen Indianer. Die Woche wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mau, wenn wir mal abwarten müssen. Ja, dann fahren wir mal weiter. Da kommt natürlich gleich mein Abbieger zu Charleston. Ja, einzustellen war die Karre, hier war ja nicht viel einzustellen, die Spiegel einzustellen, den Sitz einstellen, das war's. Hat nur ein Lenkrad, ein Bedienelement sozusagen, also der Blinker ist quasi alles, Viper, mit dem Ding kann man alles einstellen. Rechts gibt's gar nichts, rechts vom Lenkrad, kein Griff, kein Schalter, nichts. Ja, ziemlich basic, aber das ist natürlich eine gute Geschichte. Weil
da fummelt man sich natürlich auch schnell rein. Schalzen Boulevard, bin ich auch schon auf dem richtigen Exit. Das passt. Dann fahren wir dann gleich nach links sozusagen. Verzeigen sich. Charleston Boulevard East. Zack, fahre ich hier runter und dann gleich die nächste links und dann immer geradeaus müssen wir in Walmart Supercenter kommen. Eine gute Sache. Hier rechts ist mein Stratosphere, wie ihr seht, oder auch nicht. Ja, Karre geht ab, die wiegt auch wahrscheinlich nicht so super viel. Ich bin mal gespannt, wie die motorisiert ist. Keine Ahnung, wenn ich da drauf drehe, dann passiert auch schon was. Das will ich noch mal ergoogeln, das will ich noch mal nachliefern, meine lieben Freunde. So, hier muss ich raus. Tacho ist ein bisschen scheiße, finde ich. Das gefällt mir mit dem Tacho hier nicht so ganz so gut. Alter, was ist das denn hier? Oh fuck, ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch raus, oder? Das muss ich mal überlegen hier. Ja, eigentlich nicht. Ne, ich bin eigentlich richtig. Ich muss bloß auf die andere Seite. Das komme ich natürlich von hier nicht. Muss ich da mal irgendwo einen U-Turn machen. Hier ist ein Stoppschild, Freunde. Scheißegal, die stoppen so keine Sau. Ja. Mal schauen, wie ich das mache. Ich werde mal... Ja, hier mache ich erstmal keinen Stunt, das ist mir alles zu wulig. Ich mache das ein bisschen geschickter. Ich werde wieder zu meiner, wie hieß sie noch, fahren und da drehen. Ne? Weil hier vorne ist Baustelle, da möchte ich in der Baustelle ungern U-Turn machen, das ist sicherlich auch verboten. Ja, also verboten, das darf ich gar nicht. Also habe ich wieder alles richtig gemacht. Ja. Mein Chevy, wo sieht er aus? Wo ist das von vorne? Mein Chevy Dart. Mein kleiner, süßer Chevy Dart. Der ist nun die nächsten 14 Tage mein Freund sozusagen. Dicke Bus hier. Da fahre ich mal nicht vorbei. Dann zieht er nach. So, jetzt muss ich erstmal rein in die Commerce und dann mache ich hier den Wendemann. Ist mir scheißegal. Bin auch gebaut. Toll. Dann fahre ich hier mal in die Commerce. Ach du Scheiße. Ja, dann am besten noch wieder links. Ne? Dann fahre ich mal links rauf. Zack. Dann hauen wir mal den Rückwärtsgang rein. Ja, wie war das noch? Ja. Ich muss euch jetzt mal ein bisschen vernachlässigen. Und dann zwei runter. Dann sind wir wieder die. Und dann den Blinkermann machen. Der Blinker, der haut sich rein wie so ein alter Nagel. Sozusagen. Ja, hier ist ja die Charleston. Und da geht es ja gleich zum Outlet Center sozusagen. Nicht sozusagen, da geht es zum Outlet Center. Hier wird auch wieder rumgebastelt, ne? Machen wir mal nochmal über Baustellen hier. Das habe ich jetzt ein bisschen ungeschickt gemacht, ne? Na ja, okay, ging nicht anders. Ja, habe ich mein Auto. Ich bin wieder mobil. Ich kann mich wieder bewegen. Was ein Glück. Wird auch Zeit. Also, das mache ich nicht nochmal so. In Anführungszeichen so lange ohne Auto. Fahre ich mal in der Mitte hier. Mitte ist immer gut, ne? Orientieren kann man sich ja immer noch. Ja, hatte ich jetzt sozusagen mal Scheußlein. Das ist ja auch interessant. Ne? So nach dem Motto, such dir einen aus, setz dich rein und düst los. Ne? Und dann gibt es noch, vorm Ausgang ist noch mal so ein kleines Häuschen. Die trägt da dann noch mal in die Papiere rein, welchen Wagen ich mir genommen habe. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Baustelltechnisch, jetzt kann ich auch mal einen nach links. Also der Blinker ist der Burner. Den muss man 20 cm runterdrücken, damit er blinkt. So, schnell rüber. Ja. Ihr habt ihn aufheulen, die Pferdchen aufheulen hören. Habe ich mal ein bisschen draufgetreten. Jo, nun geht's hier den Schalzen längs. Also ich mach mal aus. Ich zeige dir mal bei Tageslicht den Wagen.
Ne? Ich könnte ihn natürlich auch mal einblenden. Ne? Da finde ich im Internet irgendwie was. Aber ich habe schon eingeblendet, wenn ich das Video fertig geschnitten habe. Ne? Jetzt sagst du, dass ich auf der Grund werde. Nein, bin ich rot. So, dann gehe ich erstmal shoppen, melde mich in deinem Zimmer nochmal wieder. Arrivederci. Haut rein, meine Telefone. Ihr habt wahrscheinlich nur schwarzes Bild gehabt die ganze Zeit. Ne? Tschüss. Zurück im HiQ. Es ist jetzt, bin gerade reingekommen, oder nicht so lange bin ich hier, so vor 10 Minuten bin ich hier reingekommen, ist jetzt 11. Abgehauen bin ich hier um 7:30. Ich kann das nochmal in aller Ruhe erzählen, wie das Ganze gelaufen ist. Ah, sieht ihr mich anständig? Ich denke schon. Kann ich das ein bisschen sehen? Ja, müsste das eigentlich gehen. Also um 7:30 bin ich hier abgehauen. Hab unten ungefähr 10 Minuten auf den Deuce gewartet. Und der örtelte sich dann über den Las Vegas Trip. Bis zur Fashion Show Mall ging das recht zügig und dann ging das zögerlich. Hat ganz schön gedauert, bis ich am Mandalay Bay war. Am Mandalay Bay habe ich dann nochmal 20 Minuten gewartet. 25 Minuten gewartet. Und dann bin ich da in den SDX eingestiegen und bin bis zum Outlet Center gefahren. Süd. Und da raus und dann nur runter bis zu Six sozusagen in die Guild Spy Street heißt sie, glaube ich, und dann links rein, dann zu Fuß bis zum Rente Car Center. Ich war 5 Minuten vor 9, um 9 Uhr hatte ich den Abholtermin. 5 Minuten vor 9 war ich dann im Rente Car Center. Dann war ich nochmal pinkeln, da musste ich mal strollern. Dann war ich nochmal pinkeln und um Punkt 9 stand ich da in der Reihe, um den Wagen abzuholen. Ja, die Abwicklung, da waren 3 Leute vor mir in der Schlange. Die Abwicklung, das geht da eigentlich relativ zügig und ja, das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon im Auto erzählt. Da hat man versucht, mir eben aufzuschwatzen, ein rundum sorglos Versicherungspaket für $6 pro Tag, brauche ich nicht. Und dann eben noch eine Tankfüllung irgendwie anzudrehen, wollte ich auch nicht haben, dass ich dann leer wieder abgeben kann, weil das bringt eigentlich nichts, den leer abzugeben, weil man gibt ihn nie leer ab. Also das Ganze würde sich schon rechnen, wenn man mit dem letzten Tropfen auf dem Hof rauf fährt, sozusagen bei der Abgabe. Aber das ist natürlich Risiko, das macht natürlich keiner. Also da meistens lässt man ein Viertel drin, also schon, selbst mit einem Fünftel drin, schon ist das Selbsttanken billiger. Also ich gebe den wieder voll ab. Habe also dankend abgelehnt, dann habe ich die Papiere gekriegt und zack, da bin ich dann eine Etage nach oben gegangen. Da war National auf der linken Seite und zur rechten Seite geht es ja zu Alamo. Denn Alamo längst gelatscht zu so einem, da hatten sie jetzt schon so einen kleinen Weihnachtsmann, haben sie da hingestellt, mit so einer Else, die Leute so ein bisschen verteilt hat. Und dann kam dann gleich so ein Typ angerast zu mir, hat mir die Papiere aus der Hand genommen und sagte, ich kann mir aus der Reihe, wo ich jetzt stehe, kann ich mir ein Auto aussuchen. Da standen etliche Wagen. In der Regel waren es, also alle möglichen Marken. Viele Ford, der Ford Focus war da viel vertreten und zwei Dodge Darts, einer in schwarz und einer in rot. Ich hätte fast den schwarzen genommen, da dachte ich, warte mal, schwarz ist nicht gut, letztes Jahr hatte ich auch einen schwarzen, wollen wir mal eine andere Farbe nehmen, rot hatte ich noch nie und da war ein roter dann dabei, den habe ich mir mal angeguckt, also fand ich schon nicht schlecht, die Kisten, ja, 5 Sitzer sozusagen, hinten ein großer Kofferraum, also der sieht von außen echt kompakt aus. Aber das ist doch eine ganz schöne Schüssel. Die ist also gut geräumig. Also gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut. Ist nicht überfrachtet mit Elektronik. Ist also alles minimal, aber Bluetooth hat das Ding. Eine Bluetooth-Verbindung kann man da aufbauen. Das Radio ist natürlich sehr, sehr basic und sehr, sehr einfach. Das ist ein $20.000 Auto übrigens. Das ist der Dodge Dart STX. Ich habe den Dodge Dart STX bekommen. Ja, also ein kleines, kompaktes Auto ist das eigentlich. Sieht giftig aus und das gesamte Heck ist mit 156 LEDs beleuchtet. Also das gesamte Heck ist durchgehend rot beleuchtet, wenn die Beleuchtung an ist. Plus noch die Zusatzbeleuchtung. Das Ding sieht von hinten richtig geil aus, wenn es beleuchtet ist. Vorne hätten sie ein bisschen hübscher machen können. Also der Grille, den finde ich ein bisschen scheiße. Innen drin ist er anständig verarbeitet. Höhenverstellbares Lenkrad, man kann alles einstellen, alles elektrisch an der Kiste. Ganz wunderbar, 23.000 Meilen hat er auf der Uhr. Das ist wohl 2016er Modell. So, ist nicht wohl ein 2000, das ist ein 2016er Modell. Und ja, da habe ich nochmal in die Bedienungsanleitung reingeguckt, was für ein Auto das eigentlich ist. Und da mal rauszufinden, wie viel PS der hat, weil ich habe nämlich auf die Tube getreten.
Geschwindigkeit, der das Ding ging, habe ich denke, Alter, also der ist schon, also der ist giftig. Und jetzt habe ich hier im Internet mal geguckt, weil ich weiß ja, Dodge baut eigentlich nur so Muscle Cars und Kisten, die richtig Power haben. Und der Dart, das ist das kleinste Modell, schaut selbst. Es gibt also so die SE-Variante, davon gibt es verschiedene Varianten. Ne? Da gibt es die SE-Variante und ich habe ja den unteren, den STX. U-Connect mit Voice Command, das habe ich auch schon rausgefunden. Das ist diese LED Racetrack Tail Lamp, das, wo der ganze Arsch sozusagen in einem Stück rot beleuchtet ist, was so Dodge-typisch ist. Sieht richtig cool aus. Jetzt wundere ich mich natürlich nicht mehr, warum das Ding so abgeht. Das hat eine 2,4 Liter Maschine, aus der sie 184 PS rauskitzeln. Ein Tiger Shark Multi R2, also eine Tiger Shark Multi R2 Maschine ist da verbaut. 184 PS bei der kleinen Kiste. Also die Federung, da dachte ich erst, es ist ein Blattfedern drin. Also der hoppelt schon ganz gut rum. Also der ist, ja, der ist so ein bisschen auch sportlich getrimmt. Ne? Und so wird er auch von Dodge angeboten hier. Das Ding also ist so ein bisschen für die sportliche Fraktion. Gibt es auch mit Schaltgetriebe, also mit Schaltgetriebe, also mit manuellen Getriebe, aber hier natürlich haben sie in Amerika überwiegend natürlich die Automatik laufen. Ne? 184 PS kitzeln sie aus den 2,4 Litern raus. Den gibt es auch noch in der SE-Version, das ist die Sparversion, die habe ich ja noch nicht. Da kitzeln sie aus der 2-Liter-Maschine 160 PS raus. Also Dodge ist eine brutale Firma. Aber die sind ja bekannt für ihre überdimensionierten Maschinen, die sie da eingebaut haben. Also die haben richtig Power, die Kisten. Und das kleine Ding hier, also in Anführungszeichen klein, also das Ding geht richtig ab. Ne? Also wenn man da drauf tritt, also da passiert was. Ich habe das vorhin, da hatte ich das Video nicht laufen lassen. Auf der Schalzen war ich mal ein bisschen mutiger, war kaum Verkehr. Und da dachte ich, jetzt dreht mal voll durch. Ne? Alter, geht das Ding ab. Ne? Also macht richtig Spaß. Das Auto macht richtig Laune. Bin ich also zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hinten den Kofferraum gecheckt, der ist auch groß genug. Passt mein Koffer locker rein. Zwei große Koffer wird knapp, aber mein dicker Koffer, kein Problem. Passt alles locker, flockig und dann auch noch jede Menge Getränke. Ne? War ich ja beim Walmart eben gerade und habe noch ein bisschen geshoppt. Was habe ich eingekauft? Ich kann euch das ja mal zeigen. Also eigentlich nichts Sensationelles. Ich kann euch ja mal sagen, was ich so geshoppt habe. Und dann zeige ich euch das. Also im Grunde genommen die Sachen, die ihr sozusagen kennt. Wiederholungstäter. Ich habe nochmal geguckt nach M&M's, da habe ich die Party-Packung für meine Bekannte, das Party-Pack M&M Peanut. Peanut Butter. Jetzt muss ich nochmal genau nachgucken. Peanut Butter oder was, wie hießen die Dinger? Ich habe da jetzt ein Foto von gemacht. Moment. Galerie. Hier haben wir sie doch. Das ist Peanut Butter, ja genau, die sind das hier. Da, die Teile. So, und dann, das waren riesen Pakete. Schaut hier. Für Maike, ne? 1,1 Kilo sozusagen. M&M's. Party Size, also ist natürlich auch entsprechend teuer, ne? Hier ist der Preis. 8,98 plus Tax, ne? Kommt dann nochmal 8,1% Tax dazu. Aber für ein ganzes Kilo, über ein Kilo ist das okay. So, was habe ich denn hier so alles gekauft? Ja, Orovaxol habe ich gekauft. Ja, kennt ihr schon. Kann ich euch gleich nochmal ganz kurz zeigen. Dreimal. Colgate Mundspülung. Habe ich hier nämlich nicht. Das wollte ich unbedingt besorgen. 17. So, ja, das weiß ich jetzt nicht. Saure Würmer. Candies habe ich noch geholt. Mandarinen habe ich geholt. Chips habe ich geholt. Bananen habe ich geholt. Eine Gallone Wasser habe ich geholt für 1,30 Dollar. Dr. Pepper E&V. E&W Root Beer und dann noch ein 24er Pack, 15 Dollar Bier. Also jede Menge Getränke. 48. Also 48 Dosen habe ich in Summe gekauft. 48 Sodas. 24 Sodas und 24 Pabst Blue Ribbon. Die habe ich mir natürlich aus dem Freezer geholt. Aus dem Kühler da. Nicht aus dem Freezer. Aus dem Kühler. Und die reiße ich jetzt erstmal auf. Jetzt erstmal eine schöne Dose Pabst Blue Ribbon. Prost, meine lieben Freunde. Oh, richtig temperiert. Also, wo ich sie aus dem Kühler da rausgeholt habe, dachte ich, Alter, wenn du die jetzt sofort trinken würdest, dann würdest du sterben. Aber haben sie jetzt ein bisschen aufgewärmt, was ein Glück. Oh, haben genau die richtige Biertemperatur, so 6-7 Grad. Ah, ja. Ja, hier sind diese ganzen Geschichten hier. Ein paar Dosen habe ich schon mit hochgeschleppt. Hier, das kennt ihr ja. Dieses Root Beer, das ist das Original Root Beer. Also,
ganz, ganz fantastisch. Also wenn ihr mal hier seid, ihr könnt natürlich auch das nachgemacht holen. Das schmeckt auch nicht schlecht. Aber wenn ihr den richtigen Rootbier-Hammer haben wollt, nehmt das. Und davon gibt es auch noch eine Creme-Version, so eine, die noch cremiger schmeckt. Will ich auch nochmal ausprobieren, diesen Urlaub. Ja, dann habe ich mir natürlich nochmal 12 Dosen Sasha & Pepper geholt. Na klar, muss so sein. Und zwar die Playoff Edition. So ein Schwachsinn. Ja, hier ein paar Dosen halt. Dann habe ich mir natürlich hier diese, für meine Arbeitskollegen, den habe ich mal hier diese Value Packs Advance. Weil, wie teuer waren die? Ich glaube, $5, schieß mich tot, haben die gekostet. Mal gucken hier. Lüdelüd, 3 für 1, 5,98. $6. Da kostet so ein Value Pack $6 von den Dingern. Und das ist ein riesen Eumel. 170 Gramm sind da drin. Könnt ihr sehen? 170 Gramm. Also wenn ihr diese Zahnpasta nehmt, das ist also mit das Geilste, was ich jemals hatte. Ich benutze das also einmal die Woche. Da kriegt ihr keinen Zahnstein, ne? Kriegt ihr keinen Zahnstein. Und diese Zahnpasta, die habe ich schon meinen Kollegen gegeben. Davon habe ich ja schon ganz viel mitgenommen nach Deutschland. Die ist in Europa gar nicht bezahlbar. Also, die kosten richtig ein Schweinegeld. Da kosten, glaube ich, 4 von den Dingern hier kosten alleine schon 34 Euro. 34 Euro, diese 4 Dinger. Ne? Habe ich jetzt $11 bezahlt. Ne? 12 Dollar. Ja, das sind dann $18, die hier liegen. Ne? Für $18 für meine Kollegen. Die haben nämlich schon bestellt und haben gesagt, Perle, wenn du wieder in die USA fährst, die Zahnpasta ist sowas von ultra geil. Die waren nämlich bei ihrem, die haben die Zahnpasta benutzt, da waren sie bei einem Zahnarzt, der hat keinen Zahnstein feststellen können. Zahnsteinentfernung, viel flach. Das, also, wenn ihr die benutzt, habt ihr keinen Zahnstein. Holt auch nicht Plaque, gerade für Raucher ist das zum Beispiel interessant. Oder für Teetrinker. Ne? Aber bei Tee, ja, wenn die Zähne gelb sind, die kriegt man natürlich nicht wieder weiß. Die sollen, das soll wohl ein bisschen aufhellen. Aber das Interessante an dieser Zahnpasta ist eben, dass sie die Belege entfernt. Ne? Aber das ist richtig. Ne? Das ist also richtig coole Stoff. Ne? Was habe ich mir noch geholt? Ja, Mandarinen hatte ich ja gesagt. Habe ich mal so ein Netz Mandarinen geholt. Da hatten sie einmal diese Mandarinen, ich mag die Mandarinen, wenn die so ein bisschen griffiger sind. Und da haben sie noch eine Nummer größer. War natürlich vom Gewicht her der günstigere Preis. Also dafür habe ich, das ist ein bisschen teuer, $4 habe ich dafür bezahlt. Also schon ordentlich was drin. Ne? Da gab es die noch für $5, aber da waren die so matschig. Ne? Also ich mache Mandarinen nicht, wenn die so matschig sind außen. Dann natürlich noch wieder ein paar Bananen, ist klar. Also die so ein bisschen grünliche Bananen, die in 2-3 Tagen fertig sind sozusagen. Die müssen noch ein bisschen reifen. Dann mein Orovaxol, das kennt ihr ja auch. Dieses Zeug hier mit der Pumpe drin. $3,33, also Hammerpreis. Ne? Und zwar, da kostet, wie heißt das? Nicht Orovaxol, das heißt ja hier Aero Earwax Removal System. Orovaxol ist ja das deutsche. 10 Milliliter sind in der deutschen, in der Apotheke kriegt ihr vom Orovaxol diese Pullen sozusagen, das ist genau das gleiche, wo ihr 10 Tropfen in die Ohren reinmacht und einwirken lasst und dann spült ihr die Ohren aus und dann ist der ganze Schmatter aus den Ohren raus. Ja, hier sind es gleich 15 Milliliter und das Orovaxol in Deutschland kostet 10,99 € in der Apotheke, so ist nicht schon wieder teurer geworden ist. Und ich habe dir das gleiche übrigens, die gleichen Inhaltsstoffe drin, hier diese wie heißt das? Carbamide Peroxid 6,5%. Das knallt und knistert in den Ohren und löst den ganzen Scheiß auf. Und das ist in dem deutschen Kram genauso drin. Das ist also im Grunde genommen alles das gleiche. Bloß eben hier kostet das mit diesem, sogar mit so einem, kann ich mal aufmachen? Hatte ich glaube ich schon mal aufgemacht. Ne? Also da habt ihr einmal das Orovaxol sozusagen, hätte ich fast gesagt, dieses Zeug, was man sich in die Ohren tropft und dann mit warmem Wasser. Diese Spüldinger hier, diese Pumpen, gleich dabei. Die kosten in Deutschland auch richtig teures Geld, diese Dinger. Und die sind sogar noch besser als in Deutschland gibt es diese in diesem typischen Orange. Die sind ein bisschen größer, in Orange gibt es diese Pumpen. Die kosten Schweinegeld in der Apotheke. Und das liegt hier dabei. Und der hier, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist besser als der deutsche. Der hat ein bisschen mehr Power, wenn man da das Wasser einsaugt bzw. rausquetscht. Das ist, funktioniert ein bisschen besser als bei dem gekauften deutschen Zeug. Also das haben die Amis drauf, so ein Kram. Also alles, was so mit Medikation und so ein Zeug zu tun hat, also da sind die echt firm. Da machen die keinen Scheiß. Ne? Also das Zeug ist richtig gut. $3,33 waren auch gleich. Ich habe da, eigentlich wollte ich die nicht kaufen.
Aber dadurch, dass die nur noch drei hatten, dachte ich, ey, schlag schnell zu, weil ich weiß noch, vom letzten Mal waren die Dinger wieder weg. Da musste ich dann ein paar Läden abklappern, bis ich die nachher hatte. Ne? Und die brauche ich immer und die nehme ich auch immer mit. Ne? Ziemlich cooles Zeug. Ja, und dann habe ich natürlich noch mal was zum Spülen meiner Zähne. Das habe ich schon schmerzlich vermisst hier. Ich hätte mir mal natürlich so ein bisschen so ein Reisezeug mitnehmen können. Oder irgendwas, ja, für die ersten paar Tage. Aber nun habe ich hier einen halben Liter von dem guten Stoff. Das gibt's auch nochmal. Das ist relativ teuer. Da habe ich bezahlt 4 Dollar. Schieß mich tot. Das gibt's auch nochmal für in der gleichen Größe auch einen halben Liter von Listerin in so einem Beige-Ton, in so einem Beige-Orange-Ton. Also das Zeug von Listerin, was 1,99 Dollar kostet, das brennt einfach nur noch in der Fresse. Das schmeckt widerlich. Das brennt wie Sau im Maul. Und das ist ein bisschen, diese Geschichte ist ein bisschen milder. Ne? Das ist mir die 2 Dollar mehr wert. Bei den Listerin war ich immer am Sterben. Ne? Oh, wie ich mir morgens nach dem Zähneputzen nochmal die Friese durchgespült habe oder abends jetzt vom Schlafen gehen die Friese durchgespült habe. Also da brannte 10 Minuten lang brannte mir die Fresse, die Zunge, mir brannte alles. Ne? Das war so aggressiv, heftig. Ja, habe ich ein bisschen ein paar Kleinigkeiten gekauft und bin jetzt erstmal mit dem groben Kram durch. Das hier. Die Quittung stecke ich mir nochmal ein für meine Kollegen, falls sie wissen wollen, was der Kram kostet. Manchmal sind die auch noch so fair und geben mir dann auch noch die Kohle. Ne? In der Regel verschenke ich sowas natürlich, aber wenn die mir natürlich die Kohle geben wollen, dann können die das auch gerne machen. Ne? Da sage ich natürlich nicht nein. Ne? Aber in der Regel kann sie es kostenlos sagen. Wobei, mal gucken. Ne? Weil das finde ich dann auch fair, wenn die sagen, Pelle, was kriegst du dafür? Dann sage ich eigentlich gar nichts, aber dann sind die meistens immer so penetrant und geben mir dann irgendwas anderes dafür. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Ne? Dann kann ich auch sagen, pass mal auf, dann gib mir dann die 5 Euro und dann passt das schon. Ne? Fertig bin ich damit. Ne? Ja, jetzt habe ich mein Auto mit 2 Schlüsseln. Ganz komischer Schlüssel. Den steckt man da irgendwie rein ins Schloss. Und dreht ganz normal, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Also diese Panik ist klar, wenn man da drauf drückt, dann geht die Alarmanlage von dem Auto los. Dann fängt er an rumzuhupen, wenn man in der Nähe vom Auto ist, dann macht er Krach und auf sich aufmerksam, das ist klar. Aber dieses ganze Teil verschwindet im Schloss sozusagen. Und dann baut er die Verbindung wahrscheinlich elektronisch auf. Ne? Jo. Was ist das für ein Schieberegler? Das hinterfrage ich mal besser nicht. Das ist klar. Zweimal drücken, geht die Kofferraumklappe auf. Schließen, öffnen. Mehr ist da nicht dran. Das Ganze zweimal, ne? Bei den Originalschlüssel sozusagen. License Plate, also das Nummernschild aus Arizona. Also coole Kiste. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Für eine Person perfekt. Und dass sie so viel Power hat, das habe ich vorhin schon gemerkt. Aber dass die 184 PS hat, diese kleine Kiste. Aber Dodge halt, ne? Also Dodge bauen keine Autos. wo die mindestens so halbwegs 200 PS unter der Haube ist. Also mit 160 sind die ja schon fast ein bisschen untermotorisiert, ne? Obwohl es ein kleines Auto ist. Aber ich meine, die haben da ja Horsepower in ihren Kissen drin. Ja, aber dafür ist Dodge halt bekannt, ne? Wenn Dodge kauft, der will Power haben, ne? Der bekommt auch Power, ne? Mann, oh Mann, oh. Die kleine Karre, heftig. Ja, bin ich happy, Auto ist gut, soweit. Ob es nun wirklich gut ist, werde ich natürlich in 14 Tagen erst so eine Art Fazit ziehen können. Aber bisher gefällt mir das ganz gut. Die Federung, die ist also, als wenn da Blattfedern eingebaut sind. Nein, da sind schon Stoßdämpfer drin, aber das Ding ist echt hart gefedert. Da merkt man, das ganze Ding ist so ein bisschen auf sportliches Fahren ausgelegt. Ne? Und macht auch Spaß. Also dadurch, dass es auch nicht zu groß ist, ist das Handling mit dem natürlich sehr, sehr schön. Ne? Was ich ein bisschen blöd finde, ist das Radio in der Mitte, da hätten sie ein bisschen mehr machen können. Ne? Also für 20.000 Dollar, da hätte man schon noch irgendwie so ein 4 Zoll Panel da irgendwie einbauen können. Das Radio, das wirkt ein bisschen sehr billig, ne? Aber okay, das ist halt so. Ne? Das hätte ich an Dodge, an der Stelle von der Firma Dodge, ein bisschen anders gelöst. Gut, vielleicht im nächsten Leben, wenn ich mal Dodge-Produktentwickler werde. Ja, die kämpfen ja auch ums nackte Überleben. Ne? Ja, also, alles Gudi. Sonst habe ich weiter nichts zu erzählen, bin jetzt wieder ins Zimmer zurück. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 11:30. Ich war eigentlich am Überlegen, nochmal runter zu gehen. Aber ich glaube, ich hau mich heute mal auch wieder so gegen
dann werde ich wahrscheinlich gegen 12 oder sowas in Haia liegen. Ich hau mich mal ins Bett und dann stehe ich morgen wieder relativ zeitig auf, weil wenn ich nämlich zu lange mache, dann müsste ich dann länger nachher pennen und wenn das Wetter schön ist, will ich vielleicht morgen auch noch was unternehmen. Ich muss mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Ich meine, das Valley of Fire, ich höre es schon rufen, ne? Also hätte ich auch mal wieder Bock. Also wenn das so ist wie heute, perfekt, perfekte Bedingung für einen Hike. Achso, ich habe mir ja noch Wasser geholt für $1,30, eine Gallone, die liegt noch im Auto. Und habe ich mir überlegt, warte mal, bevor du dieses abgepackte Wasser holst, was ziemlich teuer ist, holst du eine ganze Gallone, das sind ja knapp 4 Liter Trinkwasser. So, und dann habe ich ja noch diese Flaschen hier aus dem Flugzeug, die ich aus dem Flugzeug habe mitgehen lassen. Das war ja meine Flasche sozusagen und das war die Flasche am Nebenplatz, die ist sogar noch voll. Wasser kann ich ja immer gut gebrauchen und Wasser ist immer eine gute Idee, Trinkwasser. Und diese Flasche, die lag hier schon im Mülleimer. Gut, dass das Housekeeping heute nicht da war, dann wäre die nicht weg gewesen. Die habe ich eben gerade nochmal unter dem Wasserhahn sauber gemacht. Vom bisschen vom Dreck befreit und vom Staub. Und die werde ich jetzt benutzen. Diese beiden Flaschen werde ich benutzen. Die nehme ich mit ins Auto. Falls ich mal so eine kleine Wanderung mache da irgendwie, dass ich ein bisschen Wasser dabei habe. Ne? Dann fülle ich die sozusagen, wenn ich sie leer gesoffen habe, mit meiner Gallone wieder auf. Und weiter geht's. Ne? Passt schon. Ja. Oder eben auch mal so zwischendrin mal Wasser trinken. Weil immer nur Bier saufen ist ja auch scheiße, ne? Papst Blue Ribbon, geil. Top temperiert. Boah, gut. Ja, ich glaube, ich gehe nicht mal runter. War ich vorhin so ein bisschen am Überlegen. Ich denke, ne, mach's nicht. Heute habe ich auch schon wieder ein bisschen gezockt, also passt das schon, ne? Da kann ich auch mal gerne ein bisschen schieben. Weil meine Umsatzziele sind sicherlich erreicht, ne? Also alles gut, ne? Ja, habe ich sonst noch irgendwie was? Ne, heute ist Sonntag. Es leert sich so ein bisschen. Also ist nicht mehr ganz so voll hier. Es war noch ein bisschen Ramazama. Der Sonntag ist eigentlich noch ein guter Tag, aber morgen wird es leer. Also da gehe ich mit euch jede Wette ein. Was ich aber beobachtet habe, ist das Interessante, der Trend setzt sich fort. Inder, es sind schon wieder Inder da. Also die ersten Inder trudeln hier ein. Ne? Also ganz so viele Inder sehe ich noch nicht. Aber je näher wir an Weihnachten gehen, desto mehr Inder, desto größer wird diese Invasion. Also die ersten Inder trudeln hier ein. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Ne? Vielleicht frage ich mal mehr Messi, warum hier die ganzen Inder immer rumlaufen vor Weihnachten. Vielleicht hat die dafür... Oh, schäumt. Eine Erklärung. Oh. Eine Erklärung. Schneide ich raus. Das Gerübse. So. Und dann kann ich das mal nachschieben, ne? Ja. Mal wieder so ein Bummeltag heute. Oh, boah. Deckel mal abnehmen. Das war wieder so ein Bummeldödeltag. Ja, auf dem Strip ist alles wie gehabt. Was interessant ist, wo ich nochmal unbedingt hin will, ist neben das New York, New York, da haben die so einen Park eingerichtet. Das ist so ein spezieller Name, keine Ahnung. Der ist relativ neu. Da war ich vor einem Jahr, waren die da gerade am Bauen wie die Weltmeister. Und im Mai wollte ich da hin, hab's aber dann doch nicht gemacht. Ey, das haben die da hübsch gemacht. Eieiei, die haben da also, wo ich im Bus da vorbeigefahren bin, die haben da alle Bäume dekoriert mit Beleuchtung und sowas, ne? So weihnachtsmäßig. Ne? Also sieht echt top aus, ne? Echt geil. Also da muss ich auf jeden Fall hin. Das muss ich mir nochmal angucken. Ne? Da werde ich dann nochmal so eine Striptour machen. So eine Nachtstriptour. Naja, gut, im Dezember eine Nachtstriptour zu machen, das ist ja das Einfachste der Welt. Ne? Wartet einfach bis 4 ist, dann ist dunkel. Ne? Und 4:30. Ne? Ja, Bellagio hat auch wieder abgespritzt sozusagen mit ihrem Kanon da. Ne? Mit ihrem Wasserkanon, das Spektakel. Ich meine immer, es ist eine hübsche Geschichte. Ne? Also, das haben die echt drauf. Ne? Das ist deren Markenzeichen. Aber dieser Park, der ist nicht schlecht. Ich weiß bloß nicht, wie der heißt. Das liefere ich nochmal nach. Sowieso Park heißt der, glaube ich. Keine Ahnung. Da haben die da so eine Fress- und Meile da gemacht. Das geht da, glaube ich, auch noch zu so einem Stadion. Da haben die auch noch irgendwie so ein Stadion, wo da irgendwelche Events stattfinden. Also das ist alles relativ neu da. Das ist zwischen dem Monte Carlo und New York. Ja, zwischen dem Monte Carlo und New York. Und ich glaube, das Monte Carlo wollen sie auch umbenennen. Das kriegt auch irgendwann einen neuen Namen. Aber ich glaube, noch heißt es Monte Carlo. Konnte ich so ein bisschen schlecht sehen aus dem Bus raus. Ich habe bloß da diese ganze Beleuchtung gesehen. Auch zum New York Casino hin.
Da haben die auch überall Bäume hingestellt und hingepflanzt. Und die haben die alle einzeln beleuchtet. Ne? Also das sieht echt toppi aus. Ne? Auch die Brücke haben sie beleuchtet, die sie da haben, diese Brooklyn Bridge. Ne? Diese nachgebaute. Ne? Ey, wunderbar. Ne? Ich hab da gestaunt. Also das bisschen, was ich sehen konnte, ich denke, ui, heftig. Ne? Und die Leute waren natürlich am Knipsen und Tun und Machen, sind rumgerannt. Und Springbrunnen haben die da auch so Wasserspiele und all so ein Scheiß. Ne? Also das haben die echt schick gemacht da. Das ist also hübsch. Wirklich hübsch. Ich meine, sowas haben die Amis auch drauf. Ne? Ja, tagsüber sieht es vielleicht ein bisschen kitschig aus, aber nachts so alles, was mit Beleuchtung zu tun hat, hier gerade in Las Vegas, also diese ganze Beleuchtungsscheiße, das sind die ganz, ganz weit vorne, also wirklich toll, ne? Auch im Cosmo da, wo da diese blauen Neonbänder an dem Cosmopolitan sind, die immer an- und ausgehen, also die immer so pulsieren. Also richtig, richtig gut gemacht. Ne? Das ist also ganz dezent und geschmackvoll. Ne? Das ist also geschmackvolle, ja, eine geschmackvolle Geschichte. Wenn man sich das so anguckt und denkt, boi, also nicht aufdringlich, aber fein. Ne? Das ist also, da hat jemand Gespür bewiesen, ne? Was die Beleuchtung angeht. Ne? Also das sind Künstler. Ne? Das sind echt Künstler hier. Also ich höre hier immer jemanden sabbeln. Keine Ahnung. Oder ist es im Zimmer hier unter mir? Hört ihr das? Oder irgendwo ist das eine Party? Das ist eine Party da hinten. Moment. Ja, das ist eine Party. Da zoome ich mal hin mit euch. Das ist eine Party. Da kommt der Krach nämlich her. Seht ihr das Geblinker? Ja, das ist irgendwie eine Party. Weil ich dachte, es ist das der hier unter mir eine Etage. Das kann ja gar nicht sein. Ne, dann ist irgendwie Dizzle oder sowas. Da machen irgendwelche Mexikaner. So hört sich das zumindest an, so Hispanics. Irgendwie Party on, ne? Scheißegal. So. Ich höre jetzt auf. Jetzt habe ich euch genug belästigt, denke ich mal. Und genug so ein bisschen erzählt. Also das soll ja wohl reichen, aber das ist nicht übertreiben, ne? So, Peace, meine lieben Freunde. Jetzt ist der Perle auch wieder mobil. Was ein Glück. Oh Mann. Ui. Da brodelt es da drin von dem Papst Blue Ribbon, ne? So, tschüssi. Alles wieder gut hier, alles prima. Perle hat wieder was zu saufen da. Sein Rootbier aufgefüllt, sein Dr. Pepper. Unseren Klöderkram, ne? Für die Kollegen was besorgt. Für Maike. Das habe ich nicht gekauft, die M&M's, diese Peanut Butter Dinger da. Die habe ich nicht gekauft, weil ich habe ihr das jetzt mal zugeschickt, ob sie die haben will in dieser Größe. Ne? Ich sage, alle bist du krank, 1,1 Kilogramm M&M's, dann platze ich. Ne? Vielleicht sagt sie, reicht auch die Hälfte oder sowas. Ich will die ja nur nicht fertig machen, ne? Mit M&M's. Ne? Nicht, dass die dann auch irgendwie einen Zuckerschock kriegt oder so. Ne? Dass sie sich 1,5 Kilo M&M's reinpfeift. Ne? Und dann hat sie dann nachher, kriegt doch noch von Scheißerei, ne? Eher Verstopfung. Ne? Von Schokolade, weiß ich nicht. Was, wenn man Scheißerei hat, sagt man ja mal Chips und Schokolade, ne? Ja, also wenn sie die isst, dann hat die wahrscheinlich Verstopfung und Platz dann irgendwann. Ne? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ne? Sie hatte gesagt, ich soll die größte Tüte besorgen, die es hier gibt. Ja, aber dass es hier solche Riesentüten gibt. Eieiei, heftig. Das Party-Pack, ne? Voll geil. Hoffentlich haben sie das noch in 14 Tagen. Das hole ich erst in 14 Tagen. Ne? Damit schleppe ich jetzt nicht auch noch rum. Ne? Das fallen ihnen auch noch spazieren, ne? Die M&M's. Ne? So. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Schlaft angenehm und bis zum nächsten Video. Peace.